Okay, das muss einfach vorbei sein. Und mit der Gletscherbahn raus. Putti Kompletti, auch diese Welt, die K3. Jetzt können wir nicht zum Martas Tauschbörse. Einen schönen guten Tag, wie geht's, Kongs? Mein Name ist Bartha, ich tausche mein Leben gern. Unser Freund Punky benimmt sich in letzter Zeit noch merkwürdiger als früher. Er scheint an so einer Art supergeilen Projekt zu arbeiten. Sicher ist es nur ein Luftschloss. Ich muss schrecklich aussehen, aber warum grübeln, wenn ich es noch nicht merke? Ein Spiegel? Darf ich mir vielleicht auch sein? Hinweg, Freundchen. Ja, selbstverständlich. Vielen Dank, Kongs. Oh nein, ich sehe schrecklich aus. Oh, der Schraubenschlüssel da dein. Nette Geste meinerseits. Das ist genau dieser Satz mit dem, dass ich. Warum drüber rübel, wenn ich mich selbst nicht sehe, ist der Tipp, dass der den Spiegel haben möchte. Aus Basarsladen. Das ist auch ein bisschen. Okay, vielleicht. So, jetzt gehen wir den Blue besuchen. Vielen Dank, Kongs. Ich bin so froh. Ich schau gleich mal hinein. Oh, eine Bowlingkugel. Ey, ich glaube, die ist voll schwer für mich. Viel zu schwer für mich. Wollt ihr sie nicht haben? Und da sieht man auch, es gibt so diese Humble, so ganz leichte Hinweise. Da sieht man ja im Hintergrund den Kalender, den er bei dem in der Hütte hängt, wo der rote Tag markiert ist. Oh, jetzt ist auch happy. Ich drücke die Daumen, Kongs. Das war nicht mehr, aber jetzt die Musik war anständig. Stimmt, und mit der Bowlingkugel. Fast schon ein bisschen die Tauschsequenz wie bei Zelda. Geht's nach Mekanos. Da haben wir ja hier noch Bazookas Baracke. Hast du die Bedrohung gesehen? Die Rucht da! Und nach rein, keine Munition! Was hast du denn da, Kong? Ein ordentliches Gerät, man weiß nie, es könnte sogar funktionieren. Sollen wir Dora mal nichts runtergeben? Jawohl, Leutnant. Zum Befehl! Eins, zwei! So, da kommt die dicke Dora rausgefahren. Und wir sind hier auf der himmlischen Netz. Jetzt hier raus. Bin ich auch. X, 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 Y, A, X. Noch ein kleines Vögelchen. Das war's eigentlich auch schon. Das haben wir, das haben wir. Da unten dem werden fehlt noch was. So.
Nun, dann sind wir hier beim Gipfelgrat. Das ist nämlich die Steilwandwelt, genau. Wir sehen, da gibt es einen, Sessellift sogar. Aber auch zwei Seen. Sehr hübsch, das Sonne ist aber. Und unten auch ein Rohrsystem, wenn man das gesehen hat. Den widmen wir uns auch beim nächsten Mal. Jetzt wollte ich noch mal kurz was gegenchecken, was mir aufgefallen war. Ich kann nicht so mehr. Okay, hier ist es ein bisschen sehr versteckt, aber jedes Boss-Level bei Donkey Kong 3 hat eigentlich in irgendeiner Art eine Art Fratze oder Silhouette, Fratze oder Grimasse drauf. Hier ist es halt der Eingang und die beiden Fenster von der Kremko da oben. Die Fenster sind so leicht angewinkelt und dadurch haben die so ein bisschen grimmigen Anschein, wie so ein grimmiges Schnabeltier, wenn man mit dem Eingang über mit diesem Metallvordach über der Tür. Finde ich. Angry Platypus. Platypus ist auch das Wort. Ich glaube aber Boombucht nicht, oder? Das ist der einzige Level, wo man nicht richtig was erkennt. Wobei der, aber dann zum Spaß, also zum Witz dahinter, der Boss dann wiederum nur aus Augen und Mund besteht. Hier ist ja der Bus. Da sieht man keine. Genau. Auch nicht mehr viel Abstraktion. Ja, bei dem K3, wo wir gerade waren, war ja einfach direkt auf dem Berg. Das ist das, der Schneeglitzer. Hier am Orangatanga-See sehen wir Lechers Scheune. Sieht auch etwas erzürnt aus. Lechers Scheune. Und im Kremwutwald. Da oben der Baumstumpf. Dass das, wie gesagt, auf alle Welten zutrifft. Außer bei... Gut, Krematoa auch nicht. Aber da ist der Boss auch noch nicht da. Also, ups, oder? Ja. Sagen wir einfach, es ist bei Blumenbach, glaube ich, das Einzige. Haben wir denn genug, um wieder zu bezahlen? Hast du hier ein kleines Zahnrädchen? Ich denke, das würde genau in diese komische Kiste passen. Sie steht schon seit Jahren hier. Steck sie da und schau, es geschieht. Sieht so aus, als ob du noch einige Zahnrädchen mehr finden müsstest. Sei nicht so, gib mir schon die Kohle. Naja, wir haben wieder was. Gute Idee, Kongs. Du hast damit genau eine von Boomers Vorführungen erworben. Das nächste Level der verlorenen Welt. Ich werde es bereuen. Ich sage, dass wir das jetzt noch mitnehmen. Aber... ins Zwillingszerwürfnis. Aber diese muskelbepackten als Gegner. Muskelbepackte Zwillinge. Ja.
holen wir uns erstmal Hilfe von Skylar. Denn der kann die erledigen, was das Ganze hier deutlich angenehmer gestaltet. Ich habe Angst, dass mir irgendwie meine Rücken läuft. Ne? Oh, ein O. Ah. Und hier hinter. Hier nach oben. Kurz nach dem Punkt. Da ist schon. Coin. Ach so, stimmt, das war so. Genau. Jetzt nehmen wir ein Bonusfass. Auch ein bisschen witzlos, dass man hier mit der Spinne rein kann und dann aber Gegner hat, den man mit Spinnen besiegen kann. Also für mich nichts, nichts. Finde ich spannend, den anderen Bonusfass, die wir heute hatten. Leider müssen wir die abgeben. Ah, und direkt geht's weiter. Die haben eng gesprungen. Die haben eng gesprungen. Zum Fass. Mal zurück. Eieieiei. Links vom N. Die nicht da oben. Shit, das wäre eigentlich für die Bienen gedacht, oder? Was war? Oh fuck. Ich hab einfach nicht. Ist die richtige Nische hier? Oder ist es die Nische vom N? Das will ich nicht vom N. Langsam, ich hätte einfach gleich benutzt. Vergessen. Verwundbarkeiten so. Das ist auch so ein Bonusraum. Klar, das will ich beim ersten Mal geschafft haben. N für ein Sammeln, obwohl ich eigentlich jetzt weiß, dass es
ich angelaufen komme. Den hinterher. Hier drüber. Wahrscheinlich nochmal. Oh. Spielen die auch bleiben, ne? Das war doch klar, das war geil. Ah, weil wir Konfrontation jetzt, Mann. Werden wir doch noch den Game Over bestimmt erleben? Ich mach einen Safe-Stick gleich, wenn ich da an dem Fass bin, ne? Auf dem Weg kann einfach zu viel schief gehen. Das ganze Spiel schnell bestanden. Bin ja doch gehüpfte da. Alter, muss ich noch ein Stück nach hinten oder was? Ich kann nicht direkt über die drüber, das geht nicht. Thank you.
oben eine Banane, unten eine Banane, ich nehme gar keine. Warum kriegen die denn kein Aua von der Wespe? Da haben wir wenigstens das schon wieder. Machen die weiten Sprünge, ist eigentlich okay, ne? Ist eigentlich auch nicht schlecht. Wir können nicht mal ruhig springen, wir können ruhig stehen. Hierbei ist wirklich ein Glück, ey. Juhu! Sehr schön. So ging doch, war doch gar nicht so schwer. Und noch wieder ein Zahnrad. Für auch mal. Und das war's. Und danach kommt wieder so ein Baumlevel. Das wird bestimmt auch drücken. Naja. Gut. Damit gehen wir zur ersten Speicherhöhle. Doch anderthalb Stunden wohnen, das sind vollkommen nicht ganz so gut. Und die finden wir noch. Und wir speichern. Und ich bedanke mich fürs dabei gewesen sein. Ich wieder raus. Ja. Vielen lieben Dank. Und ich sage, macht euch einen schönen Tag, trinkt viel, denkt dran, ne? Passt auf hier auf. Wobei, weiß nicht, wie warm es ist, wenn ich diese Folge auf YouTube. Naja, hier ist mal das Gleiche. Ich gebe mir ja so mein Wolf. Ich sage, Captain. Ich freue mich an der Ehre. Bis bald und ciao, ciao.